Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Okay, bevor wir uns an die nächste Story-Mission wagen, wollte ich doch diesen Part damit verbringen, hier in The Wards ein kleines bisschen aufzuräumen, was sammelbare Gegenstände und Nebenaktivitäten angeht. Wir sind nämlich schon mal gerade in dem Gebiet und außerdem haben wir hier ja sowieso gerade nur ein einziges Versteck und scheinbar wird es auch das einzige Versteck bleiben, denn ja, dieser andere, etwas größere Stadtteil besitzt noch lauter CTOS-Systeme, die wir noch gar nicht gehackt haben, beziehungsweise Türme, die wir noch nicht gehackt haben. Und deswegen werde ich wahrscheinlich erst einmal hier in The Ward komplett aufräumen in diesem Part. Ich hoffe, ich werde das in einem Part hinkriegen. Würde ich jetzt so gerne machen. Und dann können wir hoffentlich im nächsten Part uns direkt der nächsten Story-Mission widmen. Ich muss nur jetzt nach diesem Verbrecher suchen. Entweder nach dem. Oh, da. Potenzielles Opfer. Gut. Schön in der Nähe bleiben. Der Typ kommt wahrscheinlich von der anderen Seite. Ja, da ist er. Verbrechenswahrscheinlichkeit. Du hast mit Leuten geredet. Hey, yo, mach einen Abgang. Ach, Kacke. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, wenn es auf über 90% ansteigt, dann sollte ich. Ah, okay. Ich sprinte von jetzt an erst dann bei den Verbrechen los, sobald es rot wird. Sobald es erst richtig kritisch wird. Vorher scheint es ja null Sinn zu machen. Ah, okay. Ich hol mir eben ein Auto. Auf die Weise komme ich ja sowieso schneller voran. So. Und dann hole ich mir erst einmal hier die Sehenswürdigkeit. Kann ich die auch von dem Auto aus Die betreten? Hafenbehörden haben einen Container Oder konfisziert, der will sie mir schnappen? militärtaugliche Geht Waffen das? im Millionenwert enthielt. Die Ich glaube Ladung kam nicht. aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Ah, die haben jetzt gerade über diese Waffen geredet, die ich langsam aber sicher in der Stadt finde. Das Horrorhaus. Die Weltausstellung von 1893 war der perfekte Aufhänger für Dr. Henry Howard Holmes, auch bekannt als Herman Mudgett. Um seiner geschätzten über 200 Opfer direkt vor seiner Haustür zu locken. Holmes hatte das dreistöckige Hotel mit 60 Zimmern mit mehreren Geheimgängen, Falltüren und Rutschen versehen lassen. Er schaltete Anzeigen, um nach Angestellten und Gästen zu suchen. Die arglosen Bewerber und Touristen betraten das Hotel und kamen nie wieder heraus. Alter. 1895 brannte das Gebäude nieder. Holmes wurde verurteilt und im Jahr 1896 hingerichtet. Alter. Der hat so viele, ernsthaft über 200 Opfer. Alter. Heftig. Krasse Geschichten, die hier in Chicago geschehen sind. Wusste ich nicht. Aber ist auf jeden Fall interessant, das alles zu erfahren. Hat so ein bisschen was von den Codex-Einträgen aus Assassin's Creed. Dass man so ein bisschen etwas über den Ort und die Zeitepoche, also über den Ort und die Zeitepoche lernt, in der man sich gerade bewegt. Ja, das macht die Welt auf jeden Fall lebhafter. So, das Haus von Lloyd Pinkerton. Okay. Hier hat früher der Gemeindeführer und Gründer der Black Viceroy, nee, der Black Viceroys, Lloyd Pinkerton, gelebt. Okay. Pinkerton kam 1960 nach Chicago und beteiligte sich bald darauf an den Verbesserungsmaßnahmen für The Wards. Seine Gruppe, die Black Viceroys, sammelten Gelder für örtliche Schulen, organisierten Armenspeisungen und traten für die Bürgerrechte ein. Wachsende Rassenunruhen führten 1966 zur Ermordung Pinkertons und verwandelten die Black Viceroys in eine gewalttätige Gang. Was haben wir hier? Explosive Komponenten? Raus! Oh, nee, das wollte ich nicht. Ups. Oh, raus, 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 raus. Nicht die Polizei rufen. Notrufzentrale, Nein. worum geht es bitte?
Hat er nicht gemacht. Oh, und ich habe gerade die Trophäe Kommunikationsfehler bekommen. Dafür, dass ich 10-mal Leute mit nicht tödlichen Takedowns daran gehindert habe, die Polizei zu rufen. Die Polizei oder Bloom zu rufen. Wenn ihr irgendwo Leute sehen solltet und bei denen steht, hat Kontakte zu Bloom, dann werden sie, sobald ihr diese Leute gehackt habt, auch versuchen, Bloom zu kontaktieren. Wenn ihr bei denen auch das gleiche macht wie ich gerade eben, dann, ja, zählt das für diese Trophäe auch mit. Nice. So, was haben wir hier überhaupt? Ah, die nächste Sehenswürdigkeit. Wie Alley oder 5 Alley? Was zum Teufel? Warum wurde das jetzt wieder abgebrochen? Ach, come on. Oh, da, Sehenswürdigkeiten. Und wie Alley. Okay. Februar 1971. Die Viceroys hatten das vorangegangene Jahr mit Revierkämpfen gegen eine neue Gang namens PDC verbracht. Die Bandenkriminalität erreichte in dieser Gasse ihren Höhepunkt, als 5 namenlose Viceroys 15 wichtige Mitglieder der PDC angriffen und ermordeten. Das Massaker war auf den Titelseiten aller wichtigen Zeitungen des Staates zu sehen und verschaffte den Viceroys Legitimität und Macht, während die Mitglieder der PDC-Gang entweder untertauchten oder sich den Vs anschlossen. Ah. So, hier haben wir nochmal einen Privatsphäre-Einbruch. So, ich folge schon einmal dieser Linie hier. Hm? Hört sie hier auf? Nein, tut sie nicht. Jawohl. Okay. Hat das den ganzen Weg freigesetzt? Nein, hat's nicht. Da irgendwo muss noch eine Verbindungsstelle sein. Haha. Jetzt aber. Jetzt müsste der Weg frei liegen. Oh, 6000. Dankeschön für die Spende. Okay. Jesus. Oh. Geschiedener, alleinerziehender Vater. Ich habe ihn gerade bei der Zeit seines Lebens erwischt. Na super. What the fuck? Ich dachte mir gerade die ganze Zeit, was ist das mit dem... Ja, hätte mir die Hände waschen sollen. Das ist dir jetzt erst eingefallen. Oh Gott im Himmel, ey. Holt sich einen runter, während sein Kind am Schreien ist. Holy fuck. Alles klar, ey. Was ich hier alles für Leute kennenlerne. Also, in Anführungszeichen, kennenlerne, ne? Naja, wobei, ne? Vielleicht lerne ich diese Leute besser kennen als jeder andere, der sie kennt. Ne? Man sieht die Menschen so, wie sie wirklich sind, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Schätze ich mal. Ich schätze mal, das ist jetzt sozusagen die Lehre, die ich daraus ziehen soll, auch wenn das keine wirkliche Lehre ist. Ich meine, es ist ja jetzt nichts Verwerfliches daran, dass er sich einen runtergeholt hat. War halt nur blöd, dass in der Zeit sein Kind geschrien hat und er hat es wahrscheinlich nicht bemerkt wegen den Schreien im Porno. Ja. Schon wieder dieser Dialog mit den Puppen. Ja, ist ja gut hier. Überall die gleiche Konversation. Die kenne ich jetzt mittlerweile bereits fast auswendig. So, wo ist hier? Ah, dort. Eindringen. Ach, direkt. Guck mal. Standort des Eindringlings. Was? Soll ich davonlaufen? Online-Auftrag. Jemand dringt in... Was? Um den kümmere ich mich sofort. Ernsthaft? Ultra Maroon Dog. Aber jetzt mal ehrlich, ich hab doch... Hä? Hab ich Online-Aufträge an?
Scheinbar ist tatsächlich einer eingedrungen. Krass. Ja, okay, mache ich das halt. Jetzt kann ich zum ersten Mal einen Fixer aufspüren. Diesmal werde ich aber dafür sorgen, dass er meine Strategie nicht benutzen kann, die ich immer benutze. Das heißt, um die ganzen kleineren... Nicht der Hacker. Ist okay. Ruhig, Mann. Ich sage nichts. Die anderen vielleicht. Geh besser. Ist das? Der trägt eine Waffe. Denn meine Strategie... Ich will nicht, dass meine Strategie mitbenutzt wird. Ich kenne meine eigene Strategie deutlich besser als jeder andere, ist ja klar. So, notfalls jage ich jedes Auto hier in die Luft. Ich sollte vielleicht auch mal in die Autos selbst reingucken. Kann sein, dass... Oh Mann. Mist. Ah, jetzt fängt er erst an, mich zu hacken. Okay, im Ernst. Ist das jetzt ein richtiger Online-Auftrag oder ist das eine KI, die mich gerade hackt? Sehr merkwürdig, dass das ausgerechnet dann passiert ist, als ich einen Privatsphäre-Einbruch machen wollte. Okay. Theoretisch könnte ich ja auch dann abwarten, bis das Ganze... Okay. Bis der Aktionsradius auf 75% gesunken ist, aber dann habe ich halt deutlich weniger Zeit, ihn zu finden. Muss auch nicht sein. Wow, das ist eine Waffe. Ja, es ist eine Waffe. Richtig. Ist er das? Nein. Ist er das, der Typ? Nee. Ganz eindeutig nicht. Vielleicht hier in den Gassen irgendwo. Ich wusste überhaupt nicht, dass ich Online-Hacks überhaupt anhabe, um ehrlich zu sein. Aha! Erwischt! Okay. Notrufzentrale, welches Problem liegt vor? Helft uns! Jemand was? Hier? Nein! Schnell, 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 ich krieg's noch, ich krieg's noch. Yes. Ich glaube, er ist weg. Oh, Gott, ganz knapp. Ganz knapp. So. Krass. Okay, wo sind meine Einstellungen? Online? Online-Invasion habe ich tatsächlich an. Warum habe ich die immer noch an? Ich verstehe es nicht. Krass. Das ist das erste Mal, glaube ich, dass jemand in mein Spiel eingedrungen ist. Zumindest ein Online-Hacker. Kann sein, dass vorher noch welche bei mir gewesen sind, die mich beschatten sollten. Und das erfolgreich getan haben, ne? Das kann sein. Naja. Egal. Puh. Sehenswürdigkeit, die hole ich mir. John A. Walsh Public School. Sie lernen jung. An der Grenze zwischen zwei verfeindeten Gangs, Iren und eingewanderten Böhmen, kam es auf und neben dem Schulgelände zu wahren Schlachten zwischen Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren. Diese Schlachten führten zu zahlreichen Todesfällen. Bei einer letzten blutigen Schlacht im Dezember 1905 standen sich Dutzende von Kindern beider Seiten gegenüber. Als die Polizei schließlich einschritt, war das ganze Gebiet übersät mit Opfern. Die Zahl der Todesopfer wurde nie offiziell erfasst. Alter. Scheiße. Gut, als nächstes laufe ich mal zu diesem Privatsphäre-Einbruch dort hinten. So, hab mal einen Schnitt bis hierhin gesetzt. Okay, wo genau ist jetzt der Kasten,
über den ich Zugriff hierauf bekomme. Ah, dort. Okay. Wir folgen wieder dem Datenstrom. Hacken bei der Gelegenheit nebenbei. Ach Gott, ey. So umständlich gerade. Ernsthaft? Alter, wie weit geht denn das? Um auf ein Haus zugreifen zu können, muss ich mehrere Häuser hintereinander hacken. So. Endlich. Okay. Da hinten ist es schon weiß, also wird irgendwo wieder was zwischengeschaltet sein. Dort. Fertig. Okay, kann ich jetzt... Ja, eindringen. So. Beerdigte kürzlich seine Ehefrau. Kann ich ihn hacken? Seinen Telefonanruf hacken? Achso. Nee, kann ich doch nicht. Hä? Im Ruhestand. Ich glaube, ich soll dir eigentlich irgendetwas hören, aber... Ich kann jetzt scheinbar kein Gespräch auslösen bei dem Typen. Ganz komisch. Ja, er hat ein paar Sachen, ist ein bisschen unordentlich bei ihm, aber ansonsten... Ja, keine Ahnung. Ich höre nichts bei ihm. Scheint nichts zu kommen. Warum sollte ich da jetzt noch weiter bleiben? Alles klar, dann machen wir als nächstes die Sachen hier unten. Zuerst wollte ich mit dem QR-Code anfangen, aber auf dem Weg hierhin ist ja auch ein kleiner Waffenladen. Da gucke ich mal ganz kurz vorbei. Oh, jetzt gerade Rabatt. 40.000? Ja, doch, 40.000. Vollautomatische Schrotflinte. Hat eine 5-Sterne-Bewertung. Also mit anderen Worten, das ist eine einmalige Gelegenheit, wenn die gerade im Angebot ist. Nehme ich. Was könnten wir uns sonst noch gönnen hier? Wir haben ja eigentlich genug Geld für so ziemlich alles. Was haben wir hier? Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Warum nicht? Die 417? Feuerstoßgewehr? Naja. Ich weiß nicht. Gibt's noch was anderes? Ne, die habe ich aber schon. Du musst nur wissen, wonach du suchst. Die Goblin, ein Feuerstoßsturmgewehr. Okay, 15.000 nehme ich, warum nicht? Vollautomatische Maschinenpistole, Feuerstoßrevolver, halbautomatisches Scharfschützengewehr. Okay. Spec Ops SMG 11 mit Schalldämpfer. Ja. ACR, vollautomatisches Sturmgewehr. Nehme ich. Jetzt kommen wir ja auf einmal zu den ganzen 5-Sterne-Bewertungen hier. Halbautomatisches Scharfschützengewehr nehme ich. Und ich glaube, oh ja, damit bin ich schon ganz unten auf der Liste angekommen. Oh, der Pump-Action-Granatenwerfer. Den hätte ich noch eventuell sparen sollen. So. Vollautomatische Schrotflinte, jawohl. Ist die einzige 5-Sterne-Schrotflinte, die wir haben, gut. Sturmgewehr. Haben wir jetzt die ACR. Ich will jetzt keine Musik hier haben. Chrome, Feuerstoßrevolver. Ja, aber der ist nicht schallgedämpft. Ja, wobei, ich habe ja bislang noch überhaupt gar keine schallgedämpfte Waffe benutzt. Ich Experte. Kann ich auch ruhig die Chrome benutzen. Die Schallgedämpfte kann ich ja bei Schleichpassagen rausholen und dann sollte ich mal testen, ob ich damit tatsächlich Leute unbemerkt erledigen kann. Ob sie tatsächlich das Versprechen von leisen Stealth Kills verspricht und dieses Versprechen auch einhält. Gucken wir erst einmal nach dem QR-Code. Den ich, glaube ich, hier nicht finden werde. Also da ist zwar ein Teil davon.
Aber da fehlt noch etwas. Fehlt noch einiges. Ich glaube, ich muss irgendwie von hier aus. Ah, fast. Die Kamera ist ein bisschen höher. Hey, kümmere dich um deinen Kram. Vielleicht ein bisschen weiter entfernt. Wie hier? Nee. Oh, doch, dort oben, dort oben, dort oben. Das könnte sie sein. Yep. Nice. Der Rat hasst die Fort. Sie wollen keine bekannten Gesichter, selbst wenn es eine gigantische Rattenmaske ist. Sie bleiben aus gutem Grund anonym. Er wollte Ratsmitglied werden. Sie haben abgelehnt und er hat sich gegen sie gewandt. Hat ihre Bilder und Ideen für seine eigenen Zwecke gestohlen. Er verbessert ihn. Nein, wollte ich nicht. Ah, ich wollte auch nicht den Audiolog unterbrechen. Ja, nochmal abspielen, bitte. Angela Bellick war das, oder? Ich übergebe das Wort nochmal an Ray. Nee, war es nicht. Fuck! Moment, ich guck nochmal, welcher Audiolog das war. Okay, das Ding, das war von GG. Bla bla, hast du nicht gesehen. Wo finde ich die ganzen Dinger? Da, Audiologs. Okay, hier, da. Das war die Nummer 6. Der Rat hasst die Fort. Sie wollen keine bekannten Gesichter, selbst wenn es eine gigantische Rattenmaske ist. Jawohl, das ist der Richtige. Perfekt. Sie haben abgelehnt und er hat sich gegen sie gewandt. Hat ihre Bilder und Ideen für seine eigenen Zwecke gestohlen. Er verwässert ihre Botschaft. Sie sagen, er sei gefährlich, weil er es für die Lacher macht und das Geld hat, seine Angriffe zu finanzieren. Okay, war wahrscheinlich eh gerade vorbei. Ich habe zuerst die eine Sehenswürdigkeit da oben gesehen, habe dann aber gesehen, dass direkt dahinter eine weitere ist. Und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich doch erstmal die hier unten und hole mir die zuerst. Kurzer Schnitt zu der einen hier unten. Die Schlachthöfe haben wir hier. Die Schlacht... Ach, come on! Ach, wie ich das hasse. Kann ich noch einmal? Nein, natürlich nicht. Okay. Was genau? Nein, was machst du? Hallo? App? Wieso kann ich nicht raus? Ach, das gibt's doch nicht. Sehenswürdigkeiten jetzt bitte. Himmelarsch. So, Schlachthöfe. So, die Schlachthöfe wurden 1863 gegründet und wurden zu einer 130 Meilen langen Fertigungsstraße heran. Ach, sie wuchsen heran, die als Verpackungsstadt bekannt war und bis zum Jahr 1923 80% des in den USA konsumierten Fleisches produzierte. Im Jahr 1919, als die Arbeiter für bessere Löhne streikten, brach ein wahrer Rassenkrieg aus. Die Polizei tötete 4 Menschen bei dem Versuch, die Massen unter Kontrolle zu bringen. Und hat damit der Situation nicht wirklich weitergeholfen. Fürchte ich, oder? Oder hat es am Ende was gebracht? Ich habe das Gefühl, danach sind die nur noch mehr in Rage verfallen. Och Leute, das ist doch nicht euer Ernst hier. Ich laufe nur ein bisschen herum und direkt wird die Sehenswürdigkeit weggeschaltet. Ich bin doch in der Lage, diese Dinger per App jederzeit wieder aufzurufen. Also warum bleiben sie nicht aufgerufen, während ich rumlaufe? Egal. Big Jim Colosimos Café. Vor Torrio und vor Capone leitete Big Jim Colosimo die Mafia in Chicago. Big Jim kontrollierte zwischen 1902 und 1920 hunderte von Spielhöllen, Opiumhöhlen und Bordellen im Südteil der Stadt. Sein Schicksal war besiegelt, als er sich weigerte, sein Geschäft auf den illegalen Alkoholschmuggel auszuweiten. Johnny Torrio, der das Geschäft sehr gerne ausweiten wollte, befahl einen Anschlag auf seinen Boss. Colosimo wurde in einem seiner eigenen Etablissements erschossen. Krass. So schnell kann's gehen. Du sagst einmal nein und sofort verbünden sich alle gegen dich. Autsch. Abgebrannte Fabrik. Asche zu Asche freigeschaltet. Das ist eine Art, mit Sodbrennen umzugehen. Aha. Als modernes Relikt diente dieses alte Fabrikgebäude als Denkmal für die Gefahren von Liebe und Obsession.
Die Geschichte besagt, dass ein Angestellter, der von der Liebe seines Lebens abgewiesen wurde, mit Dynamit am Gürtel zu seiner Arbeit gegangen sein soll und so das ganze Gebäude zum Einsturz gebracht hat. Er hinterließ eine Notiz, in der er dies als letztes Geschenk für seine wahre Liebe bezeichnete. Aber ich bin sicher, sie wäre auch mit Blumen zufrieden gewesen. Ja, eindeutig. Wer weiß, wie oder wann dieser Typ sonst explodiert wäre, wenn es mit der Freundin irgendwie anders gelaufen wäre. Ja, wer weiß, vielleicht hätte er sich aus irgendeinem anderen Grund in die Luft gesprengt oder was weiß ich was. Man weiß ja nie, wann manche Menschen auf einmal snappen, also überschnappen. Okay, so, Delle. Oh, wenn ich dieses Ding bewege, dann wird scheinbar... Zack. Hä? Ach so. Okay. Genau, dann wird der Countdown gestartet. So. Whoops. Ich glaube lieber so rum. Hä? Okay, läuft der Timer nur dann, solange da Strom durchfließt? Und solange ich das nicht zulasse, geht's. Ist alles in Ordnung oder was? Hm. Interessantes System. Muss irgendwie. Ja, jetzt aber. Jetzt hören Sie mir mal zu, Mr. Groß und Mächtig. Meinen Sie, nur weil Sie eine eigene Radioshow haben, ist Ihre Meinung wichtiger als die aller anderen? Tja, dann schreiben Sie sich mal eins hinter die Ohren. Sie haben nicht das Recht, so schlecht. Gute Frau, ich habe dieselben Rechte wie jeder. Genau wie Sie. Das hat unser Land groß gemacht. Volksverhetzung ist kein Recht. Volksverdummung auch nicht. Meine Tochter ist lesbisch und sie ist ein wundervoller Mensch und ich liebe sie über alles. Wenn Sie sie beleidigen, Sie zurückgebliebenes Arschloch, dann kriegen Sie es mit mir zu tun. Glauben Sie, Sie können andere durch den Dreck ziehen und selbst sauber bleiben? Ich weiß, was Sie hier auf weiter so machen. Die lebt doch. Sie können doch nicht einfach so etwas behaupten. Das ist alles nicht wahr. Die Frau muss verrückt sein. Ich schwör's. Okay. Das ist jetzt auf einmal eskaliert. Das war wohl der Privatsphäre-Einbruch, bei dem ich per Online-Hacking unterbrochen worden bin. Was mich wirklich sehr überrascht hat, ich habe da null mitgerechnet. Okay, ich überlege jetzt auch gerade. Ich glaube, die ganzen blauen Aufträge hier, die lasse ich erst einmal raus, denn mein Wecker hat bereits angekündigt, dass der Part langsam zu Ende geht und ich will diesen Part ehrlich gesagt nicht zu lang machen und mit diesen Aufträgen wird es definitiv über 30 Minuten lang werden. Den Verbrecherkonvoi könnte ich eventuell dazu nutzen, um ein paar Trophäen zu erspielen, aber das hebe ich mir dann doch lieber erst einmal auf, würde ich sagen. Ich werde auf jeden Fall sämtliche Sehenswürdigkeiten besuchen, hier diesen Privatsphäre-Einbruch machen und mehr gibt es hier dann auch nicht zu tun, oder? Ach, wobei, es gibt hier ein Trinkspiel. Es gibt doch auch eine Trophäe dafür, dass ich sämtliche Trinkspiele abschließe und hier ist eines davon. Bei der Gelegenheit kann ich das dann ja auch nochmal machen. Alles klar, dann sehen wir uns an diesem Ort wieder. Okay, wisst ihr was? Ich denke, ich werde den Verbrecherkonvoi jetzt doch mal benutzen. Und zwar habe ich das Gefühl, wir sind in der Lage, damit zwei verschiedene Trophäen zu erspielen. Der Typ will die Familie von jemandem angreifen, um ihn zu warnen. Das ist persönlich. Den schnapp ich mir. So, und zwar werde ich jetzt einen Wagen. Von wo kommt er? Ach, der braucht eine ganze Weile, bis er hier ist. Okay, perfekt. Das gibt mir genug Zeit, alles hier schön vorzubereiten. So. Dieses Auto hier werde ich jetzt erstmal schön in den Weg stellen. Gibt es hier zufällig noch einen weiteren Wagen in der Nähe, den ich dazu benutzen kann? Wahrscheinlich nicht. Okay, soll ich erstmal zurückfahren, damit die anderen Wegen vorbeikommen?
Ach so, da hinten ist er schon. Okay. Ich habe doch nicht allzu viel Zeit. Ja, aber andererseits, die anderen Wägen, die würden den Plan locker zunichte machen. Ah, shit. Okay. Ich mach's anders. Ich habe jetzt gerade die USVs ausgerüstet. Das sind Sprengsätze, die ich hier platzieren kann. Zack. So. Und ich muss sie nur hacken, damit sie hochgehen. Okay. Jetzt setze ich mich in mein Auto. Und hoffe, dass nach diesem Wagen kein weiterer mehr kommt. Das könnte ein kleines bisschen zu nah dran sein. An der eigentlichen Bombe. Ich werde es riskieren. Ich werde es trotzdem riskieren, um euch meinen Plan zu zeigen. Und zwar möchte ich erstens die Trophäe dafür erspielen, dass ich 4 Gegner mit einer Sprengladung, mit einer USV-Sprengladung in die Luft jage. Und dass ich auch 4 Leute während einer Fokus, während eines Fokuseinsatzes erledige. Das bedeutet ja eigentlich... Okay. Das bedeutet ja eigentlich, ich warte jetzt einfach, bis die Typen hierher kommen, bis sie hier anhalten. Sobald sie hier ankommen... baller ich los. Ach, scheiße. Das hat nicht geklappt. Okay, nochmal. Okay, der erste Versuch hat nicht geklappt. Versuchen wir es noch einmal. In der Hoffnung, dass dieses Mal... ach, da kommt noch ein Wagen. Mist. Den muss ich vorbeilassen. Ja, und der Typ, der wird jetzt da stehen bleiben, oder was? Na, großartig. Ja. Dann ist es auch egal. Eigentlich ist es nicht egal, weil der da hinten vorbeifahren soll. Ich habe die Bombe jetzt extra ein bisschen weiter vorne platziert. Erwischt. Oh, und ich habe gerade Black Hat Trick freigeschaltet. Die Trophäe. Arschloch. Allerdings fürchte ich, dass jetzt, ja, es ist nur noch einer übrig. Ich habe leider versäumt, mein eigener Fehler. Ich habe leider versäumt. Oh, come on. Fick dich, Mann. Am Ende verreckst du sowieso. Nein, 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 nein. Dumm. Warum bin ich hochgeklettert? Aus irgendeinem Grund verkacke ich immer die Tasten, wenn ich in Deckung gehen will. Egal. Ich habe ja die Mission jetzt... ach, ich darf noch einmal ran. Ja, das ist ein Vorteil. Okay, nutzen wir mal die Chance, dass das Spiel uns noch einen Versuch gibt an dieser Stelle. Denn das ist eigentlich eine ziemlich gute Gelegenheit, um diese Kills zu machen. Vor allen Dingen auch eine ziemlich schöne Stelle wegen der Feuerwehrautos. Auf diese Weise können diese Typen wenigstens nicht auf die andere Spur ausweichen. So, wir schmeißen vorsichtshalber 2 Bomben auf die Straße. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen dieses Mal. Und wir müssen ja nicht sämtliche Kills dieses Mal innerhalb, beziehungsweise mit einer einzigen Bombe schaffen. Wir müssen sie nur innerhalb einer einzigen Fokusladung hinkriegen. Und da platziere ich lieber 2 Bomben auf einmal, um sicher zu gehen, dass ich auch tatsächlich 2 Kills kriege. So dass ich möglichst mindestens 2 Autos erwische. Denn in jedem Auto... hoppala. In jedem Auto sitzen ja mindestens 2 Leute. Dementsprechend, wenn ich 2 Autos auf einmal kriege, habe ich definitiv das, was ich haben möchte. Sehr schön. Okay. Waffe ziehen. Okay. Zielen. Fokus, Bombe.
Das muss ich jetzt bekommen haben, die Trophäe. Kommt sie jetzt? Hallo? Wo ist die Trophäe? Oder muss ich die Quest dafür abschließen, um sie zu bekommen? Moment. Ach, keine Ahnung. Also dieses Mal habe ich eindeutig beim Fokuseinsatz sämtliche Leute erledigt, die ich erledigen wollte. Wow. Vielleicht muss ich ja tatsächlich die Quest beenden, damit ich die Trophäe freischalte. Das waren jetzt zwei Wegen. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das jetzt nicht genug waren. Oder doch? Ach Mist. Also mit anderen Worten, ich habe hier jetzt meine Zeit verschwendet. Scheiße. Ach, egal. Passiert. Dann waren es wohl doch zu wenige Leute in den Autos. Blöd gelaufen. Tja, vielleicht beim nächsten Mal. Dann mache ich jetzt halt mit den anderen Sachen weiter. Ich meine, es gibt ja noch genügend andere Verbrecherkonvois. Die kann ich auf genau die gleiche Art und Weise abschließen. Ich stelle in der Zeit schon einmal weitere USVs her. An denen wird es mir auf jeden Fall nicht mangeln. So. Und dann mache ich jetzt eben die anderen Sachen, die hier noch zu tun sind. Und? Hast du dich schon entschieden? So, Dölle. Sehenswürdigkeit. Die Ei... Was? Aeolos Bäckerei. Keine Ahnung, wie man das richtig aussprechen soll. Es war Aeolos Bäckerei, die die Mafia mit genug Zucker für ihre Destillieranlagen versorgte. Da er sich von allen Seiten durch die Mafia bedroht fühlte, die in sein erfolgreiches Importgeschäft drängte, die in sein erfolgreiches Importgeschäft drängte, und da er selbst gerne Mafia-Boss gewesen wäre, unternahm Aiello mehrere Versuche, Al Capone auszuschalten, unter anderem durch einen Giftanschlag. Aiello schaffte es zu überleben und war zeitweise sogar ein Informant des FBI. Schließlich befahl Capone im Oktober 1930 ein Attentat auf Aiello. So viel zu Ambitionen. Ja. Okay, und direkt gegenüber auf der Straße ist die Bar, in der wir das Trinkspiel, das allererste Trinkspiel machen dürfen. Oi. Nett. Okay, wer hier... Ah, der da möchte das Trinkspiel machen. Okay, Trinkspiel Runde 1. Ich bin gespannt. Angeblich soll es ja vor dem Patch richtig scheiße schwer gewesen sein und den Schwierigkeitsgrad der Platin richtig nach oben getrieben haben. Achso, ich muss erstmal Runde 1 machen. Na dann mal los. Gut. Okay. Keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Dann sind wir also im Spiel. So. Also, was muss ich tun? Ach du Scheiße. Okay. X, X, X. Aha. Ja, stimmt. Die ersten paar merkt man auch gar nicht. Aber die nächsten paar schon. Ich hab Tränen gelacht. Cheers. Okay. Oh Gott. X, Viereck. Nein! X. Gut. Puh. Aber nach einem bestimmten Patch soll der Schwierigkeitsgrad deutlich vereinfacht worden sein. Also ich schätze mal, jetzt werde ich kaum Probleme damit haben. Auf Chinesisch heißt das Zeug Koma-Wasser. Hätte ich früher sagen sollen. Cheers. So, oh Gott. Jetzt ist das richtig weit auseinander. Und zack. Okay. Also im Prinzip eine Art Quicktime-Event, wenn man so möchte. Verbunden mit dem linken Analogstick. Oh Gott. Oh. Okay. Oh Gott. Bist ja völlig betrunken. Das so genauso. Okay, war's das? Freigeschaltet Trinkspiel Runde 2. Nice. Gewonnen. So, und jetzt instant wieder nüchtern. Oh, nein. Später wiederkommen. Oh, wirklich? Weil ich erstmal nüchtern werden muss oder weil er auch nüchtern werden muss? Was ist, wenn ich einmal rausgehe? So, einmal frische Luft geschnappt. Und wieder rein. Kann ich jetzt wieder?
Oh, schade. Okay, scheinbar braucht der Typ erstmal eine Pause. Keine Ahnung, wie lang das sein soll. Aber in der Zeit kann ich ja erst einmal die anderen sammelbaren Sachen hier erledigen. Die letzten, die ich in The Ward noch zu tun habe, wenn man mal von diesen blauen Nebenmissionen noch absieht. So, hab mal einen Schnitt hierher gesetzt. Haben wir hier das Rossi Fremont. Das berüchtigte soziale Wohnungsbauprojekt von Rossi Fremont war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Idealisten dachten, sie könnten eine durchgemischte Gemeinde aufbauen, doch nach Jahrzehnten mit mangelnder Infrastruktur, Polizeipräsenz und Finanzierung ähnelt die Gegend eher einem Gefängnis. Viele der Anwohner fühlen sich gefangen. Wenn Chicago eine Smart City sein will, hören die hoffentlich bald auf, solch schlechte Entscheidungen bezüglich dieses Viertels zu treffen. Ja, ich merke schon hier. Ist scheinbar einiges an Blödsinn getrieben worden. Gut, hier haben wir wieder so ein komisches Dreizack-Ding. Komisches Dreizack-Zeichen. Moment, bin ich hier nicht mal gewesen? Musste ich mich nicht letztes Mal hier einschleichen? War das dieser Ort? Er sieht zumindest verdächtig danach aus. Aber dann müssten da hinten doch noch einige, Gestelle sein, oder nicht? Naja, witzigerweise kann ich hier jetzt auf jeden Fall frei rumlaufen. Finde ich gut. Aber wie komme ich jetzt dort hoch? Da hochklettern? Kann ich ernsthaft? Ich kann wirklich auf sowas hochklettern. Nicht euer Ernst. Hier vielleicht? Klappt auch nicht. Vielleicht irgendwo eine Kamera hacken. Von der aus ich auf das Dach gucken kann. Ach, dort sind die Sniper gewesen. Oh, ups. Ich habe in die falsche Richtung gesehen. Okay, aber jetzt trotzdem. Wo ist diese eine Kamera, die ich momentan so dringend suche? Ah, da hinten. Wenn ich mich richtig hinstelle. Gerade eben sah es so aus, als ob ich das von hier aus hacken kann. Mist. Ja. Wie soll ich denn dorthin kommen? Ach Gott, dieser Beatboxer, der geht mir gerade so übelst auf den Nerv. Oh, es gibt einen Eingang hier rein. Ja, mal wieder ein klassischer Fall von zu kompliziert gedacht. Nein, sprengen muss nicht sein. Nur das war ein Fehler. Das hier. Ich hab's echt versaut. Ich wollte doch nur raus. Mehr nicht. Ein Neuanfang. Nur ich und Emmy. Oh Gott, wie konnte ich nur? Diese Typen haben ihre Augen überall. Ich wissen alles. Die wussten von jedem beschissenen Teil, das ich mal irgendwann gekauft habe. Dieses verfluchte CTOS. Einer hat angerufen und gesagt, wenn ich nochmal was versuche, bringt sie meine Frau um. Einfach so. Als wäre es nur eine Kleinigkeit. Meine Frau. Hab's ihr nie gesagt. Aber sie hat mich gedrängt. Lass uns gehen. Die Stadt verlassen. Sie dachte, mein altes Leben würde mich wieder einholen. Sie hat ja keine Ahnung, wie recht sie damit hatte. Gut, ich glaube, dieser Privatsphäre-Einbruch dort hinten ist das Einzige, was hier noch zu tun ist, oder? Ich guck noch einmal. Ah ne, es gibt tatsächlich noch eine weitere Sehenswürdigkeit, die ich mir noch holen kann. Aber erst einmal kümmere ich mich hier rum. Schon mal gucken, ob ich hier irgendwo einen Datenfluss erkennen kann. Ja, da sehe ich ihn schon. Ach, das ist der, den ich hacken soll, oder was? Ich dachte, dort hinten ist das Endding. Und das hier sieht so aus, als ob es ab dort nicht mehr weitergehen würde. Ach, doch, da unten geht's weiter. Sieht man ja kaum.
Aber wo geht es dann lang mit dem Datenfluss? Ach, hier, oh. Dann geht's wahrscheinlich nach oben, also brauche ich die Kamera dort. Ja, entriegeln. Jetzt haben wir's. Zack. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Ah ja. Entriegelt und damit stehen mir alle Türen offen. Ha! Oh Gott. Irgendwie... Tu's nicht. Tu's nicht. Wurde kürzlich aus dem Gefängnis entlassen. Beruf Einparkhilfe im Supermarkt. Nein, nein, Okay. Geht das noch ewig? Wie lange geht das noch weiter? Oh Gott. Oh. Okay, ich dachte jetzt echt, ich beobachte, wie sich jemand selbst erschießt. Ah. Sehr unangenehm. Oh je. Hoffentlich schafft er es irgendwie, sich Hilfe zu beschaffen. Egal worum es sich hier, egal worum es jetzt dabei ging. Weshalb er jetzt nicht mehr leben möchte. Hoffentlich findet er eine Lösung. Ich war jetzt echt nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war richtig nervös. Okay, kurzer Schnitt bis zu dieser Sehenswürdigkeit. Und da sind wir schon. Anschlag auf Johnny Torrio. 1925 überfielen George Bugs Moran und Jaime... Jaime? Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Weiß Johnny Torrio, nachdem ihr eigener Boss, Dean O'Banion, in seinem Blumenladen erschossen worden war. Aus Rache tauchten Moran und Weiß plötzlich hinter Torrio und seiner Frau auf, als diese gerade ihr Haus betreten wollten. Trotz mehrerer Schusswunden im Bauch, Brust und Gesicht hat Torrio diesen Anschlag erstaunlicherweise überlebt. Krass. Sofort danach übergab Torrio seine Macht an Al Capone und setzte sich in Italien zur Ruhe. Krass, ja, nachdem man den Glück hat, so einen Anschlag zu überleben, da würde ich mich auch erst einmal von allem zurückziehen. Ich würde mich nur fragen, ob sie die Typen erwischt haben, die den Anschlag begangen haben. Ob sie die Typen dann irgendwie dann schön nach Mafia-Art durch die Mangel genommen haben. Einmal komplett durch den Fleischwolf gedreht wahrscheinlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Alles klar. Gut, Leute, damit hätten wir hier sämtliche Sachen in The Ward erledigt. Wie gesagt, zumindest alles außer diese ganzen blauen, größeren Nebenquests. Aber das würde dann echt den Rahmen des Videos sprengen. Gut. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!